So, ihr lieben Homo-Aktivfreunde, wir haben auf unserer Urlaubsreise jetzt einen weiteren Stellplatz angefahren. Welcher das ist, das erfahrt ihr gleich. Bleibt dran, wenn es euch interessiert. Weiter geht's nach dem Intro. So, ihr lieben Homo-Aktiv-Freunde, schön, dass ihr dran geblieben seid. Wir sind in Schwerin. Und zwar haben wir Stellplätze an dem Feriendorf Müs rausgefunden, haben ein bisschen recherchiert. Die würden wir euch jetzt gerne einmal vorstellen. Hier ist die Einfahrt. Dann haben wir hier auf der rechten Seite die Rezeption. Da kann man sich zu bestimmten Zeiten anmelden. Am Wochenende ist ab 13 Uhr geschlossen, aber da steht eine Telefonnummer, die ruft man an und dann kann man sich quasi anmelden. Bezahlen tut man nach der, wenn man wieder fährt. So, ich nehme euch mal mit. Wir müssen nämlich hier ein Stück hinterfahren. Wie gesagt, es ist ein Feriendorf, wo auch ein Schullandheim untergebracht ist und Ferienhäuser. Und dort haben die auch ein Wohnmobilstellplatz integriert. Das sind 15 Plätze mit Stromanschluss und da nehme ich euch jetzt einmal eben mit hin. So, hier vorne gleich, wenn ihr reinfahrt, ist die Frischwasserversorgung. Zeige ich einmal. Da hängt ein Schlauch unten mit Hahn. Hier könnt ihr euch das Frischwasser nehmen. So, dann geht es weiter, die Straße herunter. Dann seht ihr hier auf der rechten Seite die Entsorgung. Einmal ist hier ein Bodenauslass für das Grauwasser. Seht ihr hier, und zum anderen ist hier eine Klappe. Und wenn ihr die aufmacht, kann man seine Chemietoilette entsorgen. Ja, macht man die Klappe auf, da ist nochmal Wasser zum Saubermachen. Machen wir es mal wieder zu. Wie gesagt, hier ist dann die Entsorgung. Und dann geht es auch schon weiter in unserem Trip. Dann ja, auf der linken Seite seht ihr das WC- und Duschhaus. Hier ist vorne an sind die Damen untergebracht. Ich nehme euch kurz mal mit rein. So, gehen wir hier rein. So, da ist einmal, sind hier die Toiletten, Waschbecken. Normaler Standard, sag ich mal, durchschnittlich, aber durchaus alles sauber. Genau. Drei Stück haben wir von den Toiletten. Drehen wir uns einmal um. Und wenn man hier zur Seite nochmal reingeht, haben wir hier die Duschen. So, auch hier haben wir nochmal Waschgelegenheiten, Waschtische. Und hier sind jeweils vier Duschen. So, schaut. Die sind im Preis mit inbegriffen, das Duschen. Ist ein bisschen älter, aber alles sauber, keine Frage. So, dann gehen wir einmal wieder raus. Einmal dann wieder. Wie gesagt, hier sind so alte Versorgungshäuser. Hier sind dann Ferienhäuser. Hinten drin ist so ein kleiner Sportplatz.
Seht ihr da ja auch schon, kann man Lagerfeuer machen. Einen Backofen gibt es da. Sind zum Parkplatz. Und hier vorne ist dann, sind dann die Herren. Ist dann die Herrentoilette. Ich gucke mal rein, ist glaube ich gerade keiner da. Auch hier hinten rum, wie gesagt, die Duschen. Da ist noch einer, drehen wir mal um. Und hier sind die Toiletten. So, dann gehen wir mal wieder los. Wenn ihr hier hinten durchfahrt, seht ihr, dass da dann die Stellplätze sind. Es sind 15 Stück da. Hat sagt hier noch ein Schild. So, genau, 15 Stellplätze haben wir hier. Alle mit Stromanschluss. Ist ein reiner Rasenplatz. Natürlich jetzt durch die Witterung natürlich arg ein bisschen in Mitleidenschaft geschoben. Wie sagt man, gezogen ist. So, jetzt habe ich es doch auch. Genau. Wenn man dann hier runter geht, ist dann hier die Stromversorgung. Der Kasten ist ein wenig defekt. Die Anschlüsse gehen aber alle. Da ist dann noch mal so eine Folie drüber. Genau. Ist heute relativ leer. Genau. Da ist dann unser Wohnmobil. Und ja. Also man steht hier relativ in der Sonne. Man hat nicht viel Schatten. Wirklich. Aber es geht. Der Platz hat eine super Anbindung. Ich gehe mal kurz, wir sind gerade dabei, die Fahrräder auszuräumen. Man kann mit den Fahrrädern hier super am Wasser entlang nach Schwerin fahren. Das sind 5 Kilometer. Also einen guten 20 Minuten, denke ich mal. Dann fährt hier vorne direkt ein Bus ab, dass man mit dem Bus direkt in die Stadt fahren kann. Man hat vorne an ein Bäcker, ich sag mal den schwarzen Hunde Netto, der hat auch einen Bäcker drin. So ihr Lieben, noch ein paar Infos zum Stellplatz. Wie gesagt, wir haben 15 Plätze, die kosten ca. 20 Euro, das jeweils Erwachsene und Kinder dabei. Stromanschluss ist dabei, Wasser, die Wasserentsorgung, Müll, Toilette und Dusche auf jeden Fall, alles inklusive. Genau, wir haben hier eine direkte Anbindung an die öffentliche, das heißt hier vorne vom Stellplatz fährt direkt ein Bus, da kann man super nach Schwerin reinfahren. Wir haben direkt vor der Haustür einen wunderschönen Radweg, der direkt am Wasser lang geht, dass man direkt nach Schwerin auch am Wasser lang fahren kann. Das sind circa, also zum Schweriner Schloss habe ich gerade gegoogelt, sind 5 Kilometer. Kann man, glaube ich, super fahren. Hunde sind hier auch erlaubt, müssen halt nur angeleint sein. Ja, und ansonsten schauen wir mal. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich bin ein bisschen, mir fehlen gerade so ein bisschen die Worte, wie ihr merkt. Aber ist auch gar nicht weiter schlimm. Also, wenn es euch gefallen hat und ihr euch den Stellplatz oder das Video angeguckt habt, dann macht den Daumen hoch, abonniert unseren Kanal, dass ihr nichts mehr vergessen habt oder dass ihr das nichts verpasst. Die Glocke drücken auf jeden Fall. Und ansonsten werden wir uns hier ein paar Tage aufhalten und dann weiterreisen. Ich hoffe, ihr bleibt alle gesund, habt eine schöne Zeit und einen schönen Sommer und bis bald. Tschüss!